Hallo und herzlich willkommen bei Ace Attorney Trials and Tribulations, dem letzten Teil der Trilogie und dem letzten Fall des letzten Teils der Trilogie. Sag das doch nicht. Mats, beim letzten Mal habe ich an einer gemeinen Stelle aufgehört. Ich musste tatsächlich aber auch los. Es tut mir trotzdem leid, aber eigentlich auch nicht. Der Hass und in den Kommentaren geschieht dir recht. Dein Hass ist nie was, aber der Unmut. Die Häme. Die Häme und der Missmut geschieht dir recht. Wahrscheinlich wird es davon einiges gegeben haben. Ja. Aber wir sind jetzt halt an einem Punkt, wo wir gerade Iris im Zeugenstand haben, die sich so ein bisschen merkwürdig verhält und auch gerade Sachen behauptet, bei denen wir sagen, aber Larry hat ein Bild gemalt. Aber Larry hat ein Bild gemalt und so. Das wolltest du auch gerade präsentieren? Ja, ich muss auch nochmal nachträglich sagen, ich war sehr aufgeregt in dem Moment, weil ich so dachte, so jetzt wird's wild. Du saßt auf heißen Kohlen. Und saß ich jetzt die letzten, zwei Wochen, weil wir so drei keine Wochen. Drei Wochen? Holy, Wasser ist durch den Bach geflossen, die Blätter haben sich verfärbt. Es war keine Absicht, aber es hat sich halt so ergeben. Wir haben ja noch, wir hatten Mario Party in der Zwischenzeit. Ja, da haben wir, für Mario Partys Ruf tun wir nicht das Allerbeste, muss ich sagen, hier an der Stelle das gerade. Stimmt, Mario Party hat nach viel Kram dabei. Dafür hat sich Gamschuh jetzt die letzten drei Monatsgehälter gespart und hat das Hemd einmal neu gewaschen. Das müssen wir übrigens auch nochmal sagen. Also erstmal wunderschön, Mats. Toll. Es strahlt förmlich. Aber es ist ja auch das letzte Spiel, wenn wir mit der Ace Attorney Serie weitermachen, was ich hoffe, dass wir tun, wo wir diese Kostüme anhaben. Emotional. Weil im nächsten Spiel würden die keinen Sinn mehr ergeben. Da müssen wir es wohl noch ein bisschen hinziehen, nicht wahr? So. Und denkt dran, keine Spoiler für Apollo Justice, das hier. Das kommt dann noch. Aber nehmt da Mats nichts vorweg. So, ich kann mir sowieso nichts merken. Das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, ist es die immer bei uns ist? Die, das ist doch, ja, genau, Maya. Maya. Der Punkt war, dass es jetzt darum geht, dass wir von der vom inneren Tempel keine Leiche über die zerstörte Brücke hinüberbekommen könnten. Das ist das, was Iris behauptet. Und das, was ich seit gefühlt 80 Folgen, immer sage, aber dieses Bild ist falsch rum. Das Bild ist falsch rum. Wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Und wenn das jetzt nicht stimmt und gleich Game Over ist, so, weil um dieses Bild geht es, das grässliche Bild zeigt, ja, und let's das go. Ist, okay, ich bin ein bisschen unvorbereitet, weil das, dass wir jetzt gerade so ranstarten, ist hart. Alter, Musik weg, das wird so gut. Eine Leiche, die über eine brennende Brücke fliegt. Ein guter Satz erstmal. Diese Möglichkeit würde ich nicht unbedingt ausschließen. Was? Sie sagen, dass es möglich ist, dann muss ich aber lachen. Kann er so richtig lachen? Nee, ne? Das ist nur so. Nee. Ihre Behauptung ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. So würde ich das nicht sagen. Dieses Bild präsentiert wird, alle sagen. Jedenfalls, wir haben einen Zeugen, der es gesehen hat. Unsinn! Das war sehr gut. Dafür lohnt sich doch die deutsche Sprache. Wer soll das sein? Wer ist dieser Zeuge? Ich hab einen richtigen Spit-Take machen müssen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr kneifen. Jetzt muss ich angreifen. Los, los, los! Stürmen! Frau Elise Dunims brillanter und talentierter Schüler, Loris Dunim. Nicht schon Lügen im Gericht? Ich wollte gerade sagen, da könnte er sich, glaube ich, selber gerade mega Ei gelegt haben. Weil ich mag auch dieses Profil dazu. Talent, Schüler? Okay, da war gerade viel los. Erinnern Sie sich, was er in seiner Aussage gesagt hat? An jedem Abend hat er sich bei der Berghütte der Halle des Himmels aufgehalten. Und da hat er das Ereignis gesehen. Ich denke, dass Sie alle dieses Bild bereits gesehen haben. Ja, stimmt, das war ja schon, ja. Diese Zeichnung gibt genau wieder, was er in jener Nacht beobachtet hat. Ich glaube, das Spiel fühlt sich gleich sehr schlau, wenn Sie es dann so ganz langsam drehen und alle so, was? Sie müssen es so machen, weißt du, wenn du das auf dem Game Boy Advance gespielt hast, dass du das ganze Handheld umdrehen musst. Oh. Ist das Ihr Ernst? Heute ist doch nicht der 1. April, oder? Also deswegen sind jetzt gleich alle im Vorteil, die ein Handy haben. Ja, das geht einfach. Wenn ihr einen Fernseher habt, dann müsst ihr Fernseher... Für den Effekt, macht es doch einmal mitmachen. Einmal alle zusammen. Einmal. Mehr wollen wir doch gar nicht.
Aber oh Mann, er ist festgetan. Herr Wright, wollen Sie allen Ernstes behaupten, dass das Opfer durch die Luft flog? Und dieses armselige, widerliche, beleidigende Gekritzel soll Ihre Behauptung unterstützen, dieses Verbrechen? Oh, der Richter sieht aus, als würde er gleich vor Wut platzen. Ha. Nun, Bright, Sie können sich jetzt nirgendwo mehr verstecken. Beweist dieses Bild etwas, außer dass es wie das Gekrakel eines Kindes aussieht? Vor allem, es sieht viel zu gut aus. Ja, ja, das ist auch mein Problem. Es ist ein bisschen zu hübsch. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich werde es beweisen. Hören Sie, ich kenne Ihre Tricks. Sie versuchen, alles auf den Kopf zu stellen. Wenn Sie den Fall auf den Kopf stellen wollen, okay, fangen Sie doch mit der Zeichnung an, ja? Okay, das ist ganz subtile also, Hinweise. Ja, falls, also... Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so schlau. Nee, auf den Kopf stellen? Warum hat Godot das gesagt? Also ich fand es schon schlau, dass ich das sofort irgendwie selber auch von alleine... Du hast es auch voll schnell rausgefunden. Ja, aber sie gehen hier wirklich auf Nummer sicher. Also gut, dann hören wir auf die hören wir uns die Theorie der Verteidigung mit dem Umdrehen des Falls mal an. Was genau soll dieses Bild darstellen? Ich glaube nicht, dass der alte Graubart weitere Fehler verzeihen wird. Ist gut, Phoenix. Sieh genau hin und denke scharf nach. Diese Skizze von Loris Donim. Beweist gar nichts. Diese Skizze, die ich gerade als Beweis angeführt habe, beweist gar nichts. Wobei ich jetzt nicht sicher wäre, was ich da nehmen sollte. Ja, ich würde sagen, genau was passiert ist, nur andersrum. Ja, aber dann zeigt es ja nicht genau, was passiert ist. Ja, doch. Nee. Ja, er hat's halt, das, was passiert ist, ist halt andersrum. Also er hat's ja so, wie es passiert ist, hat das ja gesehen. Aber das, was auf dem Bild ist, ist ja dann nicht genau das, was passiert. Ja, doch, das Bild ist nur falsch rum. Wir haben das falsch rum. Also worauf ich hinaus will, das Spiel möchte Nummer 2, nicht Nummer 3. Es ist ein Widerspruch. Deswegen sage ich ja, ich wäre jetzt hier nicht sofort drauf gekommen, was es möchte. Uff, Spiel, uff. Also ich hätte jetzt auch ins Messer laufen lassen können, weil wir genug Leben hatten, aber das ist halt gemein, so ein bisschen. Das ist schon ziemlich gemein. Weil ich hätte jetzt auch gedacht, deswegen musste ich gerade selber gucken, weil ich hätte jetzt auch gedacht, zeigt genau, was passiert ist, weil nur das halt ja. Andersrum halt, aber genau, das ist ja das, was passiert ist. Und hier ist ja noch nicht drin, dass du es umdrehen sollst. Zumindest laut meiner Lösung. Ein bisschen schade. Ja, es ist ein bisschen. Weil es ist ein Widerspruch, aber ist ein totaler Widerspruch, klingt dann auch so komisch. Das ist, als wäre es falsch. Na gut, okay. Ich vertraue deiner Komplettlösung. Danke, Game FAQs und Laserwolf. An diesem Bild ist wirklich etwas seltsam. Laserwolf. Also ich bin kein Kunstkritiker, aber selbst ich kann das erkennen. Nein, 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 das meine ich nicht, euer Ehren. Das ist ekelhaft. Loris Donim hat es wieder und wieder gesagt, dass die Zeichnung genauso ist, wie er es beobachtet hat. Und deswegen würde ja der dritte Punkt eigentlich... Aber, wenn wir dieser Aussage glauben wollen, dann widerspricht diese Zeichnung der uns bekannten Realität. Jetzt holt er sehr weit aus, ne? Mhm. Menschen können nicht fliegen, auch wenn dieser Traum Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende alt ist. Die Gebrüder Wright haben damals... Sie widerspricht der Realität? Na, langsam wird es interessant. Sieht so aus, als wären sie wieder dabei, mit dem Finger zu zeigen. Okay, Bright, was genau widerspricht der Realität, wie wir sie kennen? Naja, dann möchte das Spiel doch bestimmt darauf hinaus, dass sie eigentlich nicht fliegen kann und deswegen kann sie ja nur fallen. Nee. Oh nein! Dann sind es die Seile? Ja. Aber das macht auch Sinn, finde ich. Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Das ist auch das, worauf du ja relativ schnell gekommen bist, dass bei dem die Bild, unten, dass du gesagt hast immer, ja, aber sind die nicht andersrum? Ja. Es sind ja Support. Geh mal hier hin, für alle Fälle. Es ist dieser Draht, der mit der Brücke verbunden ist. Der Draht! Ist das etwa das, was der Realität widerspricht? Also sie walzen es ganz schön aus. Ja, ja, er hätte das Bild auch einfach umdrehen können und sagen können, so, er hat es halt falsch rum. Wie du schon sagst, es fühlt sich da ein bisschen arg schlau gerade.
Das ist es in der Tat. Dann zeigen Sie uns die Realität, zu der es im Widerspruch steht. Das müssen wir. Zeigen Sie uns etwas, das besagt, wie die Zeichnung der Realität widerspricht. Da müsstest du ja ein Bild Das haben. Foto. Kannst du dir auch nochmal angucken? Das Foto der Dämmerbrücke? Ja, das ist das Unauffällige. Man sieht ja die Seile. Ja, ja, ja. Oder Drähte oder was auch immer. Da hinten geht's ja auch runter. Ich bin mal für. Ich schau genau hin. Mit der Kugel und so. Mit der Kugel und so. Ja, ich, ich probier mal in mich rein. Ich bin ja aber mal gespannt. Oh, Verbrechen. Das ist ein Foto der Dämmerbrücke, richtig? Ja. Jetzt vergleichen Sie bitte das Bild und das Foto miteinander. Dass wir keine Helge Schneider-Figur haben, ist nachträglich ein ganz großer Verlust. Das kann ja noch kommen, ja? Ach ja, hallo, ich bin ja Polizeihauptkommissar. Stell dir mal vor, Kampfschuh oder so. Auf dem Bild sieht es so aus, als wären die Haltedrähte über dem Schutzseil. Einspruch, meine ich. Aber Phoenix, auch der Hauptcharakter, spricht einmal die ganze Zeit so. Ich kleines Momentchen mal. An dieser Stelle. Schön. So viele Situationen, wo so alle aufgebracht sind. Das wäre ein sehr anderes Spiel. Das wäre sehr anders. Ah, schön. Wir machen uns vielleicht, bevor wir dann das nächste Spiel machen, so eine kleine Liste mit Figuren, die wir vielleicht gerne drin haben wollen würden. Aber auf dem Foto der echten Dämmerbrücke. Potzblitze! Sehr schön. Da liegen die Drähte unter dem Schutzseil. So. Endlich. Was? Ruhe! Also ja, diese Zeichnung weicht etwas vom Foto ab. Aber ein bisschen. Jetzt kann es nicht sein, dass es der Künstler einfach falsch gesehen hat. Oder vielleicht hat er es einfach falsch gezeichnet. Jedenfalls hört es sich so an, als legen sie einfach falsch. Bei einem wie Loris sind Fehler wirklich nicht ausgeschlossen. Grundsätzlich. Aber das würde wiederum die Frage aufwerfen, warum hat er den Fehler gemacht? Was war der Grund dafür? Und Sie etwa sagen, Sie kennen die Antwort? Hören Sie zu, denken Sie zurück, ja? Er ist nicht intelligent. Erinnern Sie sich daran, was Loris machte, als er das Ereignis beobachtete. Er war bei der Halle des Himmels und wartete auf eine Geliebte, die nie auftauchte. Er wartete und wartete und schließlich legte er sich hin. Aber dann fuhr ein Blitz vom Himmel und setzte die Brücke in Flammen. Nun überlegen Sie mal, in welcher Position Loris sich zu dem Zeitpunkt befand. Er lag auf dem Rücken. Deshalb erinnert er sich ebenso an die Szene, wie er es tat. Er lag auf dem Rücken? Was hat das damit zu tun? Das ist doch so ein Ding. Ja, jetzt, ja. Aber das hat es, euer Ehren. Hä? Deshalb gehen die Drähte auf dieser Zeichnung nach oben und nicht nach unten. Aha, ja, das ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Unmöglich. Loris Tonin beobachtete das Ereignis, als er auf dem Rücken lag, Gesicht nach oben. Mit anderen Worten, die Szene, die er sah, stand eigentlich auf dem Kopf. Uiuiui. Ui. Sagen gerade auch alle. Uiuiui, das ist jetzt ja überraschend. Also, dann sollte diese Zeichnung wohl. Ich denke, Sie haben es endlich verstanden, euer Herr. Na, können Sie vielleicht nochmal von. Die richtige Art, Loris Tonims Zeichnung zu betrachten, ist so. Achtung, halt euch fest. Der große Moment, die große Animation. Oh, es ist nicht mal eine Animation. Es ist nicht mal gedreht. Ich bin ja enttäuscht. So sollte das Ganze eigentlich aussehen. Wie viel Zeit? Langweilig! Die ersten über 10 Minuten von dieser Folge sind einfach nur dieser eine Twist. Was ich an der letzten Folge. Die Leiche des Opfers ist nicht über der Brücke geflogen, sondern sie ist darunter hindurch geschwungen. Drunter geflogen. Genau so wie ein Pendel. Das heißt, sie hing an einem Seil? Wurden sie mit dem Seil runtergelassen? Oder war es ja klar? Das ergibt ja noch fast mehr Sinn, als sie runterzuschmeißen. Also auf dem Foto
Weißt war du, was da noch war? Ach ja, stimmt, da hing ja auch noch so ein Seil. Mhm. Was hat er gerade gesagt? Unmöglich! Unmöglich! Ruhe! Oder auch nicht! Ausgerechnet das, ein Pendel. Jetzt hilf, ich pendle aus. Die Brücke war völlig abgebrannt, es gab keinen Weg hinüber. Aber der Fund der Leiche im inneren Tempel hätte zu Problemen geführt. Deshalb hat sich der Täter entschieden, das Wagnis einzugehen. Mit Hilfe der brennenden Brücke wurde die Leiche auf die andere Seite gebracht. Und ein pendelartiges Schwingen war die einzige Möglichkeit dafür. Aus 3 Metern Höhe. Lassen Sie uns eine Minute darüber nachdenken, ja? Makes sense now, I guess. Die Dämmerbrücke ist ungefähr 20 Meter lang. Ja, plus minus. Das heißt, vom inneren Tempel bis zur Klippe auf der anderen Seite ist es ähnlich weit. Ja, das hört sich richtig an. Um eine Distanz wie diese mit einer Pendelbewegung zu überbrücken... Jetzt kommen Formeln. Was benutzt man denn da? Braucht man ein Seil von mindestens 10 Metern Länge. Ja, das ergibt Sinn. Bei so einem langen Seil muss man vorher planen. Der Blitzschlag an jedem Abend kann nur Zufall gewesen sein. Deshalb kann der Täter das Seil unmöglich vorbereitet haben. Ah, ja, abgeschnitten da. Dann hat der Täter also... Das mit dem Seil war nicht nötig. Denn das Seil befand sich schon direkt vor Ort. Was? Ich will damit sagen, dass nur das benutzt wurde, was sich bereits dort befand. In diesem Fall, Herr Wright, bitte ich Sie, Ihre Theorie zu beweisen. Wäre ja vielleicht auch mal schön vor Gericht. Klang kurz, als wäre die Musik es gibt. Warum denken Sie, dass ein Seil vor Ort war, das der Täter benutzen konnte? So, jetzt ist die Frage, was Sie jetzt wollen, weil wir haben ja... wir haben nur das. Achso, wir haben das andere gar nicht. Mhm. Das heißt, wir haben hier nur das. Und das ist ja da, wo der Dings da, die Schiffe angelegt haben. Ja, man muss, beim letzten Mal musst du auch schon das Foto zeigen, jetzt musst du wieder das Foto zeigen. Ja, und was soll das bedeuten? Wenn Sie wissen wollen, woher das Seil stammte, dann hängt es hier direkt vor Ihrem glorreichen Bart. Glorreich. Ja! Das ist ein glorreicher Bart. Der ist wirklich glorreich. Also. Das ist einer der Drähte von der Brücke. Wenn ich könnte, würde ich. Ich auch, als der Blitz in die Brücke einschlug und diese in Brand steckte, hat sich einer der Drähte, die Brücke halten, etwas aus der Verankerung gelöst. Der Täter hatte keine Zeit zu verschwenden. Er band den Draht um die Leiche von Elise Dunim. Da, so viel Animation habe ich... Ich habe Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Ja, es ist wirklich sehr, nimm es einfach hin. Also, das hat so geklappt. Ein Draht binden von einer Brücke, das armdick ist, um eine Leiche und dann löst, da ist viel Zufall dabei, möchte ich sagen. Aber wenn da keiner nachfragt, möchte ich es auch nicht machen. Denn es gab einfach keine andere Möglichkeit, die Leiche zu transportieren. Oh. Ah. Heißer Kaffee. Ich wollte jetzt nicht mein Wasser exen. Nee, das ist aber. Herr Godot? ja, gut. Also, Herr Godot scheint mehr Interesse an seinem Kaffee als an meinen Fragen zu haben. Ja. Zack, also die Wahrscheinlichkeit, dass es bereits ein Seil gab, ist jetzt ziemlich hoch. Also denke ich, dass es keine Sache der Unmöglichkeit war. Da ist er wieder. Ja. Möglich oder unmöglich? Um diese Frage geht es hier nicht. Ja, doch. Schon. Also eigentlich exakt. Also es geht nur um die eine Frage. Ist das wirklich geschehen? Bright, ich frage mich, ob Sie uns das beweisen können. Können Sie beweisen, dass die Leiche wie ein Pendel hinübergeschwungen wurde? Naja. Also was wir jetzt haben, ist ja die Kristallkugel. Ja. Und die wurde bei einem Felsvorsprung bei der Dämmerbrücke gefunden, mit Blut vom Stab des Opfers. Das heißt, da wäre erstmal eine räumliche Nähe. Da wäre ein Zusammenhang hergestellt. Ich möchte zustimmen. Gut. Bevor ich meinen Beweis zeige, möchte ich wiederholen, was wir bereits wissen.
Laut diesem Foto ist einer der Drähte gerissen. Da, ja. Wenn wir die Karte ansehen, erkennen wir, dass es das vor dem inneren Tempel war. Mhm. Das Draht. Das Draht war also das Ort, an dem das Täter... Ja, genau. Lassen Sie uns die Bewegung der Leiche anhand der Karte betrachten. Die Bewegung der Leiche. Das ist jetzt so ein kleines Leiche. Ja, mit so X-Augen. Oh, wenn die Leiche von diesem Punkt aus gestoßen wurde, hui, jop, müsste sie ungefähr an diesem Punkt heruntergefallen sein. Sagten Sie heruntergefallen? Nun, das Auffangen auf der anderen Seite muss misslungen sein. Hä? Auffangen? Was? Wie kommen Sie denn darauf? Weil ich Beweise habe, dass sie aus einer gewissen Höhe heruntergefallen ist. 3 Meters. Das wäre auch sehr gut, wenn sie einfach in so... In die Wand? Wie so ein Cartoon. Sehr viele Looney Tunes-Ansätze in diesem Fall. Ja, aber hier, ich traue dem Spiel auch zu, dass es dann einfach 1:1 realistisch dargestellt worden wird. Und das will ich dann so... Oh, nee, das möchte ich nicht sehen. Ja. Das ist ja auch immer noch ein super tragischer Fall. Ja, total. Das ist immer noch, darf man nicht vergessen. Und Dahlia wurde hingerichtet. Was für Beweise. Und Maya ist immer noch vermisst. Mm. Werfen Sie einen Blick in den Autopsiebericht. Darin steht, dass sie nach ihrem Tod ungefähr 3 Meter gefallen ist. 3 Meter, ja, ja. Das ist wahrscheinlich der Höhenunterschied zwischen den beiden Seiten. Ja. Die Leiche schwang durch die Vorwärtsbewegung rüber, löste sich und fiel dann 3 Meter. Hatten wir nicht auch letztes Mal oder so festgestellt, dass das Spiel keine Altersbeschränkung hat auf Deutsch? Korrekt. Die sind alle ab 0. Weil halt Darstellung so nicht ist, aber ich meine, selbst wenn du 5 bist oder so, kannst du ja nicht alles komplett fassen oder lesen. Mutter! Wenn man eine Leiche mit einem Abstand von 20 Metern über eine Brücke... Du zu deiner Grundschul-Mathe-Lehrerin und sagst so, ich möchte mal wissen, ob das hier stimmt. 20 Meter, 10 Meter, 3 Meter? Kleiner Timmy, planst du einen Mord? Und dann hat sich aufgrund der harten Landung diese Kristallkugel gelöst. Gelöst? Das ist... Ja, dieser blutbefleckte Amethystkristall... Er hat sich von Frau Elise Dunims Stab gelöst. Ob der so mit dem Heißkleber drauf gemacht wurde? Doppelseitiges Kleber. Doppelseitiges Kleber. Ja. Und noch wichtiger ist der Ort, an dem diese Kristallkugel gefunden wurde. In der Tat, ich denke, der Ort ist bereits auf dieser Karte markiert. Der Fund an der Kristallkugel war... Sehr schön. Genau, ja. Oho. Die Pendelbewegung würde hier enden, wenn die Geschwindigkeit stimmt. Wie macht man das dann auch, dass sich das wirklich löst? Ja, das ist, naja, das kannst du eigentlich nur mit so einem Haken oder so, dass wenn du dann ab einer gewissen Höhe bist, dann... Ja, ja stimmt. Aber muss man sich schon sehr gut auskennen. Ja, aber selbst dann viel Glück gehabt. Ja, das erklärt Ihre Theorie ziemlich gut, Herr Wright. Sie haben uns gezeigt, wie die Leiche in jener Nacht hätte transportiert werden können. Eine beeindruckende Schlussfolgerung, Herr Wright. Äußerst beeindruckend. Damn. Oh. Herr Wright? Ich dachte mir, dieser kalte Kaffee würde Ihnen helfen, sich wieder abzukühlen. Was soll das bedeuten, Herr Godot? Ja, auch einen Schluck. Ein Schlückchen? Das war eine dunkle und bittere Vermutung, die Sie da geäußert haben, Bright. Aber Sie haben eine Sache dabei vergessen. Oh, und das wäre bitte? Das Aroma. Oh, das Aroma. Was? Der zuverlässigste Helfer des Cafés ist ein tiefes und volles Aroma. Der Rest des Gerichts spricht kein Kaffee. Würden Sie das bitte erklären? Ich glaube, du hast Kaffee-Eisch falls ausgesprochen. Kaffee-Eisch. Warum Kaffee-Eisch? Ich finde Kaffee-Eisch schöner. Wenn der Täter die Leiche so auf die andere Seite geschickt haben sollte, wie Sie sagen, dann musste natürlich ein Helfer zum Auffangen auf der anderen Seite warten. Ich würde es gerne angesprochen. Naja. Ja. Du meinst also einen Komplizen?
Der Täter war nicht in der Lage, die Dämmerbrücke zu überqueren. So, das stimmt. Wer hat die Leiche also in Empfang genommen? Was haben Sie dazu zu sagen, Bright? Nun? Ja, Godot hat recht. Das kann nicht die Tat eines Einzelnen gewesen sein. Nun, Herr Wright, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ja, euer Ehren. Ohne einen Komplizen kann die Leiche nicht bis zum Hasakura-Tempel gekommen sein. Also gut, darf ich bitten, Herr Wright? Welche Person hat die Leiche auf der Seite des Hasakura-Tempels in den Fall genommen? Naja, also eigentlich kann es ja wirklich nur... Nee, warte mal. Nee, warte mal. Ja, doch. Der Satz hat mit so viel Selbstvertrauen angefangen. Nee, es kann aber wirklich nur Schwester Bikini eigentlich sein. Wieso? Weil sonst keiner da war. Aber sie hat's mit dem Rücken. Ja, aber sie hat auch ein Schneemobil. Ist nicht noch jemand anders mit dem Schneemobil gefahren? Ja, aber Iris war doch drüben, oder nicht? Da ist jetzt gerade mein Gedächtnis. Ach nee, Moment, wir gehen ja vom Folgenden aus. Wir gehen ja von einer Beschwörung aus, die stattgefunden hat. Iris war, wir wissen, nicht drüben. Wir wissen auch, dass Iris auf der anderen Seite war, weil ja Schwester Bikini sie zum Beispiel richtig, gesehen hat. Mit wie dem sie auch, ja. Und die Glocke. Und die Glocke. Stimmt, dann muss es ja Iris gewesen sein. Ich war nur gerade so, Iris war, aber nee, wir reden ja davon, dass jemand beschworen wurde in Maya rein. Oder, also, ne, irgendwie so, mit Maya zusammen. Ja, dann bleibt nur Iris. Es sei denn, Larry hat's doch richtig hinter den Ohren. Ich würde Iris sagen. Das hätte er bestimmt gemalt. Das können nur Sie gewesen sein, Schwester Iris. Hä? Aber Ich verstehe nicht, warum Sie so überrascht sind. Von der Dämmerbrücke konnte die Leiche nur mithilfe des Schneemobils befördert werden. Stimmt, da schon aber, ja. Aber mit ihrem schlechten Rücken konnte Schwester Bikini so etwas Schweres nicht heben. Sie sind die Einzige, die das geschafft haben kann. Vielleicht ist sie auf das Schneemobil draufgeschwungen. Wie so ein Mission Impossible Move. Nur als Leiche. Right. Haben Sie der Aussage der Zeugin denn zugehört? In der Mordnacht war diese süße kleine Zuckerschnecke. Entschuldigung? Entschuldigung. Beim Aufräumen im Garten des inneren Tempels nach dem Mutter-Tochter-Blutbad. DM. Das Mutter-Tochter-Blutbad. Das habe ich nicht vergessen, aber Sie vielleicht, Herr Godot. Diese Zeugin ist auch im Hasakura-Tempel gesehen worden. Als sie die Leiche des Opfers entehrte. Ja, also wirklich seltsam. Also fast als ob die Angeklagte in jener Nacht an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig war. Schwester Iris, ich möchte Sie etwas fragen. Warum haben Sie das nicht schon bei Ihrer ersten Aussage erwähnt? Was? Was erwähnt? Die Sache mit dem Pendel natürlich. Haben Sie noch irgendwas Verdächtiges gemacht? Nö, eigentlich, na gut, die Leiche, die mit dem Pendel unter der brennenden Brücke durchpendelte, ja, das vielleicht. Hab ich vergessen. Anhand dieses Bildes, das von einem Augenzeugen angefertigt wurde, konnte ich beweisen, dass die Leiche trotz abgebrannter Brücke befördert wurde. Das heißt, dass es tatsächlich passiert ist und Sie davon hätten wissen müssen. Nein, ich hatte keine Ahnung. Ich habe nichts von einem Pendel gewusst. Ich finde, das hört sich ein bisschen an falschen Dingen. Also das Pendel an sich ist nicht die Leiche, die darüber gependelt ist. Das würde ich vielleicht in Fokus ziehen, aber gut. Aber die Leiche hätte ohne ihre Hilfe nicht auf die andere Seite gelangen können. So. Also hätten sie davon wissen müssen. Es ist völlig unmöglich, dass sie von der ganzen Sache nichts mitbekommen haben. Es sei denn, sie sind nicht wirklich die Iris, für die wir sie halten. Was? Guck mich nicht so an. Was? Wie können Sie so etwas sagen, Herr Wright? Was? Also was für ein Schwachsinn ist das denn jetzt hier schon wieder? Der Richter. Was für ein Schwachsinn? Sie behaupten, diese Zeugin ist nicht Iris vom Hasakura-Tempel?
Bullshit! Meinen Sie das ernst, Bright? Also nach dieser Pendelnummer und dem Bild hätte ich gesagt, jetzt reicht, jetzt ist egal, ob raus hier. Reiß ab, schuldig, Feierabend. Sie denken also, diese Frau ist Larry Button. Niemand anderes außer Iris hätte an jedem Abend die Leiche empfangen können. Jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich, warum mir bei der Verhandlung so schlecht war. Warum sich ihr ganzes Verhalten seit gestern so plötzlich verändert hat. Und warum sie versucht, Maya diesen Mord anzuhängen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, dass sich ihr Verhalten komplett verändert hat. Es ist in der letzten, wenn du dir die letzte Folge nochmal anguckst, es fällt sehr auf. Okay, krass, das ist mir entgangen. Das kann nicht, ob es dir entgangen ist. Da habe ich es vergessen formuliert. Das kann sehr gut sein. Die Frau, die hier im Zeugenstand steht. Ihr richtiger Name lautet. Naja. Loris. So. Tonin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihren Namen noch einmal aussprechen müsste. Geschweige denn, dass ich sie noch einmal sehen würde. Lange nicht gesehen. Dahlia Hawthorne. Hawthorne? So stolz auf dich. Dankeschön. Schwester Iris hatte eine Zwillingsschwester. Ich hab dich aber gehört vorher, hab mir gemerkt. Und sie steht hier vor ihm, Frau Dahlia Hawthorne. Hawthorne, bei dem Namen klingelt was. Ne? Zwar sehr weit weg, aber es klingelt immerhin. Ich kann mich so identifizieren. Ja, das ist nur ihre Einbildung, Opi. Diese Akte enthält alle wichtigen Daten über Dahlia Hawthorne. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Dieser Fall vor 5 Jahren. Ich heiße Dahlia Hawthorne. Ich möchte nur sagen, es ist mir eine Ehre, in Ihrer edlen Gesellschaft zu sein. Hm? Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Nein, die Ehre ist auf meiner Seite, ja. Oh. Oh, der Übergang hat sich gar nicht verändert. Aber laut der Daten hier ist Dahlia Hawthorne bereits tot. Hier steht, dass ihre Hinrichtung letzten Monat erfolgt ist. Mutter, was ist Hinrichtung? Mama. Und? Tod hat in diesem Gerichtssaal keine Bedeutung. Ist nicht unwahr. Was? Oh, jetzt hier! Warten Sie! Wie können Sie nur? Meine Schwester, sie ist schon tot. Was sind Sie für ein... Einspruch? Was sind Sie für ein Einspruch? Also, Sie sollten das eigentlich verstehen, denn das Blut der Meisterin der Kuraina Beschwörungstechnik fließt in diesem Körper. Kuraina Beschwörungstechnik? Wo habe ich das denn schon mal gehört? Das ist richtig. Sie sind nicht Dahlia Hawthorne selbst. Sie sind Dahlias Geist, der im Augenblick den Körper eines Mediums benutzt. Oh, 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 oh! Das ist eine aufregende Geschichte. Völlig spannend. Aufregend, aber völlig unmöglich. Ist die Maya ganze Zeit schon? Also. Schabernack. Sie erwarten, dass wir glauben, dass Dahlia Hawthorne zufällig von jemandem am Mordabend in dem Tempel beschworen wurde, in dem ihre Zwillingsschwester Iris war? Nun, wenn Sie die Dinge so darstellen wollen, dann... ja. Wir sollen Ihnen glauben, dass ein solcher Zufall einfach passiert? Natürlich war das kein Zufall. Das Ganze war von Anfang an Teil eines bestimmten Plans. Das steht alles hier, in diesen Anweisungen. Ah, was ist das? Diese Anweisungen stammen von ihrer Mutter, Morgan Fay. Und ein Teil des Plans sieht vor, Dahlia Hawthorne zu beschwören. An jenem Abend gab es Iris im Hasakura-Tempel zweimal. Zweimal? Sogar die Zeit der Beschwörung war geplant. Sobald du die Abendglocke hörst,
Mit anderen Worten, 22 Uhr. Iris ist jedoch vor dem Abendessen gesehen worden. Das heißt, die Iris, die beim Abendessen war, war die echte Iris. Und die Iris, die mir in der Haupthalle diese Haube gab, war auch die echte Iris. Das heißt, die Iris, die Schwester Bikini beim inneren Tempel sah, war jemand, der sich für Iris ausgegeben hat, nämlich Dahlia Hawthorne. Wissen Sie eigentlich, was Sie da sagen, Bright? Diese ganze Sache mit Dahlia Hawthorns Geist zu beschwören? Ja, es stimmt schon, dass Sie Pläne gefunden haben, in denen so etwas steht. Naja, aber, also... Aber es gibt eine Sache, die völlig klar ist. Die Zeugin, die gerade im Zeugenstand steht, ist die echte Iris. Was? Da freut er sich. Ah! Beruhigen Sie sich und erinnern Sie sich, was Sie über den Mordabend wissen. Nachdem die beschworene Dahlia Hawthorne Schwester Bikini getroffen hatte... Da hat sie die Haube? ...hätte sie wegen des Blitzeinschlags im inneren Tempel festsitzen müssen. Ja. Hui. Schön, dass wir die Animation nochmal sehen. Ja, die waren sehr stolz drauf. Schlupp. Das sind bestimmt insgesamt 10 Frames. Die Leiche wurde erst später durch die Pendelbewegung rübergeschwungen. Jetzt ist die Frage, wie ist sie rübergekommen? Das ist richtig. Natürlich würde das heißen, dass die Iris, die die Leiche in Empfang genommen hat, die echte Iris war. Können Sie mir soweit folgen? Ja. Als die Polizei verständigt war, kam sie zur Haupthalle des Hasakura-Tempels. Dort wurde Iris von der Polizei in ihrem Zimmer vorgefunden und festgenommen. Und seitdem steht sie in der Strafanstalt unter polizeilicher Aufsicht. Ja, das stimmt schon. Da lässt sich nichts abstreiten. Puh, Gott sei Dank. Sieht so aus, als wäre er endlich überzeugt. Blasch. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Überhaupt nicht. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass die Iris hier die von jener Nacht ist. Na, liege ich richtig in der Annahme, dass Sie gleich etwas Lächerliches sagen werden? Vielleicht. Jetzt will ich nicht mehr. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sage ich etwas Schlaues. Zum Beispiel, dass die echte Iris und der Geist von Dahlia irgendwie die Plätze getauscht haben. Vielleicht. Plätze getauscht haben? Ehrlich gesagt, gibt es hier noch so einige Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich weiß, dass wir mit der Verhandlung erst fortfahren, wenn die Identität der Zeuge bewiesen ist. Iris hat nicht die nötigen spirituellen Fähigkeiten, um Dahlia zu beschwören. So. Was heißt, dass sie irgendwie ihre Plätze getauscht haben müssen? Nun, alright. Seit die Hasakura-Tempel festgenommen wurde, gab es da etwa eine Gelegenheit, die Plätze mit Dahlia Hawthorne zu tauschen? So. Das ist jetzt natürlich schwierig. Weil das lange her ist und ich sehr vergesslich bin. Also, gab es eine Gelegenheit? Haben wir ja, gab es. Als sie im Tempel die Schlösser aufgemacht hat. Sie hat doch, also im inneren Tempel war sie doch dabei und hat die Schlösser, wollte sie öffnen. Ein guter Punkt. Kase Closet. Euer Ehren. Ich denke, dass es eine Gelegenheit gegeben haben könnte. Oho, ja, dann erklären Sie mal. Gestern gab es ein paar Minuten, in denen Ihres Aufenthaltsort unbekannt war. Unbekannt? Was meinen Sie damit? Was ich damit meine? Nun, es gab eine kurze Zeitspanne, in der sich Ihres frei und unbewacht bewegen konnte. Nun, wer war das? Wer war das? Wer würde einer Mordverdächtigen gewähren, sich einfach frei zu bewegen? Ach so. Tut mir leid, ich weiß, dass es keine Absicht war. Es war nicht deine Schuld. Karma, oder? Die Person, die Iris die Gelegenheit gab, sich frei zu bewegen, war... Das war Franziska. Franziska war es doch, oder? Die hat doch... Die war auch da. Die waren beide zusammen da. Oder war es... Uff. War es Miles? Nee, wer hat sie denn... Wer hat denn... Doch, es war doch Miles, oder? Hat er nicht das, mit ihr das Schloss aufmachen wollte? Versuch dich mal zu erinnern, was passiert ist,
was tatsächlich diesen Moment hätte auslösen können, der Unachtsamkeit. Weil ich glaube, dann kannst du wieder drauf kommen, wer es war. Das war in dem Moment... Ah, das war das Erdbeben. Aber wenn es das Erdbeben war, war es Miles. Der ist dann nämlich raus, du hast recht. Das Erdbeben war es. Es geht alles da, man braucht nur einen mit dem Stockpoke. Genau. Das ist Herr Edgeworth, nicht wahr? Euer Ehren, gestern gab es doch ein ziemlich schweres Erdbeben, oder nicht? Ein Erdbeben? Stimmt. Erdbeben, so klang ich gar nicht, aber in der Erinnerung schon. Ich glaube schon recht nah dran. Ach du meine Güte, der innere Tempel. Bei so einem starken Beben könnte er... Ja. Nee, konnte ich nur. Sie ist geflohen. Aha, sie ist entkommen. Stimmt, ich erinnere mich jetzt auch daran. True. Wir sind sofort zum inneren Tempel gegangen. Und es stimmt, Iris war schon dort. Aber sie müssen zu diesem Zeitpunkt bereits die Plätze getauscht haben. Als ich beim Trainingsraum ankam, erwartete mich niemand anderes als Dahlia Hawthorne. Ich finde aber sehr schön, wie das Gericht nimmt diese ganze Theorie einfach so mit auf. Ja, naja, ich meine, hier wurden jetzt ganz andere Sachen schon akzeptiert. Die würden sich sehr lächerlich machen, wenn sie es jetzt sagen. Ja. Also das mit dem Pendel okay, aber jetzt wird's mir ein bisschen wild. Das reicht jetzt, Herr Wright. Jetzt hört mal genau zu, es ist ein ordentliches Gericht hier. Feinrichter würde beim klaren Verstand die Beschwörung von Geistern berücksichtigen. Schweigen Sie. Ah. Oh. Es ist lange her, Herr Richter. Diese Stimme. Die Animation war ja super. Ich denke, da muss ich noch einmal fragen. Wenn man einer hübschen Dame begegnet, fragt man sie nach ihrem Namen und Beruf. Das ist eine meiner Regeln. Ich habe nicht viele Regeln, aber, aber diese Regel habe ich. Mindestens 17 Tassen Kaffee und... Dreistellig auf am Tag muss ich schon kommen mit meinem Kaffee. Ich weiß auch sehr wertzuschätzen, dass du die Kaffees mitzählst, Nils. Oh, das ist wirklich großartig. Dahlia Hawthorne. Mein derzeitiger Beruf, für immer im Ruhestand. Weil sie tot ist. Danke, Max. Ich wollte dir das nur sagen. Das Fragezeichen noch aufploppen sehen bei dir. Ja, ja. Sie wollen Ihre Identität also nicht länger geheim halten, wie? Warum sollte ich? Schließlich bin ich ja tot. Es gibt wirklich nichts, womit Sie mich bestrafen könnten. Oh. Damn. Da kommen wir vor ein Dilemma. Also, weil die ist ja... Ist ja tot. Naja, vor allen Dingen, du darfst ja nicht für zweimal für dasselbe verurteilt werden, oder? War das nicht so? Da gibt's doch... Also, weiß ich, wie es in Japan ist. Ich weiß gar nicht, wie die Regeln sind. Kann man mit Geistern und... Aber, was ich sehr schön finde, in diesem Fall ist dieses... Nehmen Sie diesen Krimi-Klassiker von Es sind Zwillinge. Ja. Ja, aber stimmt. Einer ist einfach schon tot und das ist super. Ja. Das ist tatsächlich super. Aber Gott sei Dank haben sie ja die Nummer mit Geister beschworen. Ja, deswegen sind sie da doch noch wieder rausgekommen. Das ist halt auch schon im zweiten oder im ersten Teil bereits etabliert, alles mit dem Geisterkram. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Also was geht hier vor? Dahlia Hawthorne. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal so begegnen würden. Aber diesmal werde ich es beenden. Für Sie und für mich. Dann sprang Edgeworth, hätte ich fast gesagt, dann sprang Edgeworth. Mann, Phoenix! Ja, ist er nochmal. Ist geil, wie ich zweimal dasselbe sage. Dann sprang der Phoenix frei. Da sprang er über die Balustrade und schlug ihr voll in die Nase. So. Weiche! Fortsetzung folgt hier, Fortsetzung folgt da. Da steht's irgendwo. Ich weiß nicht, ob man es jetzt mehr gesehen hat. Holy shit, Tom. So, gut, wir sind auch am Ende dieser Folge angekommen. Das hat sehr schön gepasst. Also, Mats, Dinge passieren. Geister. Wir haben eine tote Frau im Zeugenstand. Die sagt, ihr könnt mir gar nichts, Burschen. Was wollt ihr machen, mich nochmal umbringen? Ja.
Das wird interessant. Jetzt kommt das Crossover mit den Ghostbusters. Also, wir haben viel Zeit mit dieser Bildernummer vertrödelt, aber da kamen jetzt ein paar Twists, die ich natürlich auch nicht hab kommen sehen. Es ist cool, ja. Das ist echt cool. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt noch aufgelöst wird. Ihr sicherlich auch, falls ihr den Fall noch nicht kennt. Und ich weiß so halb, wie es ausgeht, ne? Aber wie ich ja schon oft betont habe, so an Details kann ich mich da auch nicht mehr erinnern. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, das jetzt nochmal zu sehen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Trials and Tribulations und Dahlia Hawthorne. Wollen alle nochmal Hawthorne? Hawthorne? Ihr sagt jetzt alle auch nochmal bei euch zu Hause? 3, 2, 1. Hawthorne. Tschüss. Das ist ein bisschen an Lux an Wunder. Das ist ein bisschen kultmäßig, was wir hier machen. Ja, alle zusammen jetzt. Und jetzt alle.